Ja, guten Morgen. Johannes Fuchs, der unter anderem zuständig ist für die Alkoholprävention im Landkreis Konstanz. Und ich, Andreas Görwitz, ich stehe hier stellvertretend für die rotarischen Clubs im Landkreis Konstanz. Wir gemeinsam möchten Ihnen ein Programm, aber auch ein Projekt vorstellen. Und zwar begonnen hat das Ganze mit einer wirklichen Kampagne im Landkreis Konstanz. Wir haben aufgerüttelt. Wir haben durch dieses Plakat, das wir überall an allen Kiosken und Schulen und Haltestellen ausgehängt haben, provoziert. Richtig provoziert, weil Alkohol ist ein Thema, ein langfristiges Thema, und deswegen sind wir schon seit vielen, vielen Jahren unterwegs mit diesem Thema und haben aus Rotary plus dem Landratsamt letztendlich eine Gesellschaft gegründet, Be Free. Das ist eine UG, quasi eine kleine GmbH, die seit 2005 unterwegs ist und das Thema Alkoholprävention als Schwerpunkt hat. Wir sind jetzt schon fast im 15. Jahr und es zeigt eigentlich den langfristigen Gedanke. Deswegen sprechen wir von einem Programm. Das Ergebnis, was wir geschafft haben, ist ein wirkliches Netzwerk zwischen Schulen, Vereinen, Lehrern, Polizei, der öffentlichen Hand und auch vielen, vielen privaten Initiativen. Immer geht es um das Thema Be Free. Du bist frei, das ist deine Entscheidung. Entscheide dich gegen den Gruppenzwang, entscheide dich vernünftig und gut mit Alkohol umzugehen. Ja, mit der Stärke des Netzwerkes seit 2005 und mit der Zielsetzung von Nachhaltigkeit haben wir in Konstanz wahrgenommen, dass an einem innerstädtischen, hochattraktiven Platz jahrelang es Probleme gab mit Jugendlichen, die sich dort mit Alkohol feiern, mit Partys, mit Drogenkonsum, haben sie die ganze Stadt eigentlich quasi ein bisschen in Atem gehalten, die Öffentlichkeit, die Presseberichte, die Anwohner waren auf ziemlich sauer, jahrelang auf die Politik, weil sie nichts gemacht hat, weil jeder Morgen Scherben rumlagen, Alkoholflaschen. Und wir haben dann Kontakt bekommen zum studentischen Start-up-Unternehmen, die verkaufen selbstgemachtes Eis. Und wir haben die gefragt, könntet ihr euch vorstellen, dass ihr dort quasi ein Kiosk, wir stellen euch den hin, wir finanzieren euch den, und dass ihr dort Eis verkauft und nur jugendschutzbezogene Getränke, also Kaffee, Limonade und so weiter. Das Ganze hat dann Monate, Jahre, fast zwei Jahre konzeptionelle Vorarbeit gebraucht, bis die Stadt, alle Fachämter einverstanden waren. Das war hochkompliziert mit Genehmigungen und so weiter. Sie sehen jetzt quasi hier die Eröffnung des Projektes. Letztes Jahr im Juni haben wir vor drei Monaten einen Startversuch gemacht, in der Sommermonate. Das hat dann auch zu viel Diskussionen geführt in sozialen Netzwerken. Es ist bekannt geworden über die Presse, dass plötzlich ein alkoholfreier Kiosk, da wird keine Zigarette verkauft, kein Lotto Toto und auch kein Alkohol, aber nur selbstgemachtes Eis von Studenten und Getränke, Kaffee und so weiter. Und Sie sehen hier so einen Alltag, jetzt an diesem Platz, der früher wirklich nur von Jugendlichen mit Bierflaschen frequentiert war, kommen heute auch junge Leute, Menschen mit Familien, zum Badeplatz. Die Auswertung hat ergeben mit Anwohnern, mit Stadtverwaltung, mit allen Betroffenen, extrem positive Rückmeldungen. Die Situation hat sich entschärft, natürlich nicht nachts, wird weiterhin natürlich auch getrunken und getroffen, aber tagsüber. Und die Vision ist, dass wir dieses Jahr, haben wir jetzt die Genehmigung weiterzumachen, die Vision ist, dass wir langfristig diesen Platz zum Platz machen, der Konstanzer, wo es kein Alkohol mehr gibt und wo sich alle aufhalten können. Vielen Dank.